Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Mit dabei der Crazy. Ah, stimmt, ich bin heute alleine. Der Spacken muss ja heute unbedingt Geburtstag feiern. Nee, Spaß beiseite, der hat heute Geburtstag. Den lassen wir schon Geburtstag feiern. Ich muss mal jemanden einsortieren. Moment. Ich bin ja noch nicht so wirklich wach. Ich bin erstmal vor circa, sagen wir mal, 10 Minuten. 20 Minuten aufgestanden, habe ich mir gedacht, okay, ihr habt schon seit 2 Tagen keine Folgen mehr bekommen, also ich nehme das jetzt auch heute wirklich am Dienstag auf. Ja, habe ich mir gedacht, ja komm, nehmen wir doch heute mal was wieder auf. Hier das Kanal weg, nee, das war hier. Ich habe meine Spitzhacke noch mal ein bisschen verfeinert, ich habe noch mal versucht zu verzaubern, habe mir mal Effizienz 4 nur bekommen, habe ich gedacht, ja komm, kombinierst du. Essensmäßig habe ich kaum was dabei. Komm, dann füttern wir einmal kurz die Tiere und holen wir jetzt neues Futter. Eigentlich Futter von der Mutter. Da haben wir ja so ein paar Kandidaten. Ja, rote Beete, ich weiß nicht, was ich davon noch halten soll. Aber naja. Ist eine coole Idee, bloß ich fände es cooler, wenn man die Borscht stacken könnte. Oh, Crazy war aktiv. Oder hab ich das? Nee, das müsste crazy gewesen sein. Ja, warum gab es die letzten paar Tage keine Folgen? Angesetzt war erstmal ein Aufnahmetermin war am Samstag. So, da konnte ich nicht. Da musste ich mit meinen Eltern helfen die ganze Zeit. Die wollten sich unbedingt noch einen Fernseher holen. Und da haben sie natürlich einen wunderbaren IT-Gott wie mich. Ich meine, es gibt nichts Besseres. Ja, okay. Auf jeden Fall, da haben sie meine Hilfe gebraucht. Weil sie dann noch ein bisschen aussuchen wollten. Und abends war ich noch eingeladen bei einer Feier. Aber okay. Da geht es von meiner Seite aus nicht. Dann am Sonntag habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir Sonntag auf. Mhm. Ist wieder nichts ausgeworden. Crazy war unauffindbar, war nichts da. Ich habe gerade gesagt, dieser Sandhof mit der Rose da drüben wäre auch ein Mob. Ja gut. Ja, kommt her, fresst mein geiles Korn, ihr wollt es. Und dann jetzt einmal, zack. Ah, da geht noch was. Ah. So. Mal hier kurz rein. Sehr schön. Du bist frei. Dann können wir nochmal hier. Oh, Christian hat echt gearbeitet. Machen wir jetzt noch ein paar Melonen. Und ich mache vielleicht mal ganz kurz die Musik ein bisschen leise. Die kommt mir wieder so unglaublich laut vor. So. Was ich heute vorhab, ich wollte mir mal einmal, hatte ich überlegt, entweder hier auf was runter zu machen, also mal den Weg runter. Oder wir könnten es auch so machen, dass wir, sag mal schnell. Komm, wir machen mal hier. Machen wir mal so, das Weizen wächst ja eh nach. Machen wir mal schon was Brot. Super. Wir könnten auch auf den Weg mal machen, so ein bisschen die Werft noch erkunden. Schön mit dem Pferd ein bisschen rumreiten. Mal schauen, vielleicht finden wir mal wirklich noch ein NPC-Dorf oder eine Pyramide oder so. Die durch hier rein. Oder weißt du was? Nehmen wir ein halbes Deck Brot mit. Oh, das Glas noch. Ansonsten ist hier nur noch Eisen drin. Genug Erfahrung schon mal etwas. Ah ja, hier ist das Nessitz. Kommt das Glas jetzt erstmal hier rein. Gravel war hier. Das Eisen hier. Super. Ja komm, das sollte jetzt erstmal reichen. Fangeln haben wir, ich mache mir aber doch ein Bett für unterwegs.
3. Boah, verpiss dich. Ich hab mich gerade gewundert, warum das Spiel angefangen hat, so ein bisschen rumzuzwiebeln. Hier war Holz. Da kann man unterwegs auch ein bisschen was mitnehmen. Die alten Holzreserven mal wieder auffüllen. Vielleicht finden. Ich glaube, ein Holzstück könnte ich mir noch. Komm, die Hälfte an Holz nehmen wir mit. So. Jetzt sollten wir aber auch wirklich alles haben. Eine neue Axt noch schnell. Dann haben wir aber wirklich alles. Schaufel bezweifle ich, dass wir eine brauchen. Komm, da öffne ich jetzt mal hier so ein Holzstück. Mach mal das Diggis raus. Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir unterwegs Holzplanken brauchen würden. So, jetzt haben wir aber wirklich alles. So, okay, auf zum Hotel. Gut. Dieses hier. Ich will es nicht wissen. Dann können wir gleich auch noch schlafen gehen. Gehen wir jetzt erst einmal hier. Wo ist der Sattel? Oder Pferderüstung? Nein, nein. Ja, Pferderüstung. Sehr schön. Okay. Ja, vielleicht wird das ja auch mal heute mal was hier in der Aufnahme. Also Ziel ist es eigentlich für mich heute auf jeden Fall nochmal schauen, vielleicht findet man ja so einen Goldapfel. Zack, zack. Zack, zack. So komm, Erich. Wir reiten jetzt einfach mal in diese Richtung. Da waren wir ja noch gar nicht. Wer weiß, vielleicht findet man ja da wirklich nochmal ein Dorf oder ein paar brennende Zombies da, wo wir gekonnt haben, vorbeireiten. Vielleicht ist sogar ein Dschungeltempel mit einer Pyramide. Was? Vielleicht sogar ein Dschungeltempel mit einer Pyramide? Wow. Dafür hätte man noch nicht schwimmen können, was ich immer auch total bescheuert finde. Ja. Ach, das schaffst du, aber... Mhm, danke. Hier. Hier ist ein bisschen bergig. Vielleicht haben wir da eine bessere Aussicht. Alter, das sieht geil aus. Joa, hat was. Da haben wir so einen kleinen Vulkan, würde ich es jetzt mal nennen. Hier sind noch verdammt viele Kühe, die kann man notfall auch nochmal abschnetzeln. Wir haben ja schon Kühe. Hatte ich eigentlich hier ver... Nee, aber Rückstoß. Okay, das ist halt... Ja, das können wir mal machen. Das ist ein Witz. Das ist ein schlechter Witz. Dann reiten wir mal wieder runter und in die andere Richtung. Meh. Komm, weißt du was? Dann nehmen wir uns hier noch ein bisschen Schnitzel mit. Oh. Natürlich den elegantesten Weg, den es gibt. Ah, solange wir wieder heil oben ankommen, ist mir alles egal.
Okay. Oh, und es wird belohnt. Wie findet ihr jetzt eigentlich dieses neue Kampfsystem? Das würde mich mal brennend interessieren. Na? Hallo? Zack, zack. Und. Na? Zack. Komm, ich glaube, Fische haben wir noch nicht. Können wir mal mitnehmen. Zumindest einen Zeppling. Jetzt schön mit der alten Hand. Schön mit dem alten Schnitzel. Frisch von der Kugelschlachte. Können wir mal hier so ein paar Bäume. Bisschen Laub wegmachen. Ah, wir haben schon zwei Setzlinge. Das reicht. Okay, das war schon mal ein Griff ins Klo. Wunderbarer Griff in die alte Klospülung. What? Doschel P. Meister des Commentaries. Ich hatte jetzt auch, ich habe letztens mal meine Vorstellung zu Schwäch gehabt. Da habe ich jetzt heute auch schon einen Anruf bekommen. Bin eingeladen zum Probetraining. Habe ich mich richtig schon mal gefreut. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht, aber ich will mich jetzt schon zum Probetraining einladen. Glaube ich, kann man schon mal positiv reingehen. Ich bin noch momentan so am Schauen, was man eigentlich immer so alles. Hab ich gerade richtig gesehen? Also, das war ein Kürbis. Ich habe gedacht, das war ein Lava-Block. Moment. Entschuldigung, das habe ich nicht mehr rechtzeitig geschafft, mich zu muten. Ja, für mich hat die Pollensaison wieder angefangen. Das wäre auch gerade mal richtig elegant. Schön beim Nisa das Headset runtergefallen. Scheiße. Ja gut, wer ist es so schön? Wer sein Pferd liebt, das schiebt. Ich hatte jetzt auch schon mal ein neues Modpack getestet, was der liebe Crazy und ich dann wahrscheinlich hinterher Let's Playen werden. Aber ich muss sagen, ich habe mich noch nie in so ein Modpack so sehr verliebt wie in dieses. Also wirklich, dieses Modpack kann einiges. Es sind ein paar neue Mods drin, die auch richtig cool sind. Ich nenne jetzt natürlich noch keinen Namen. Es wird auf jeden Fall, ich glaube ganz ehrlich, also das Projekt, wo ich am schlimmsten ausrasten werde. Beziehungsweise wir. Unbrauner Pilz. Unbrauner Pilz. Hey. Geht doch. Ja, braune Pilz haben wir ja noch gar nicht. Aber da wir jetzt schon mal zwei haben, haben wir quasi unendlich. Da werden wir auf jeden Fall mal zwei Pilzfarmen aufbauen für die roten und die braunen Pilze. Oh, hier ist ein Sumpf. Okay. Also irgendwie wird das noch nicht so. Komm. Okay. Boah. Ach du, also ich hab schon gerade gedacht, das wäre so ein tiefer Schacht in die Erde rein. So ein Arschloch Gottes. Komm. Danke, Baum. Dankeschön. Dafür wirst du jetzt gefällt. Ja, Holz haben wir ja wirklich noch gut gebrauchen. Ja, man beachtet auch wundervoll die Tode rechts. Also der liebe Crazy ist dann nochmal gestorben. Der ist schon bei ganzen 5 Toten. Ich dachte, er will seinen Rekord von Project Aretino mal brechen. Naja, mein Schaden soll es nicht sein. So, ich bin jetzt auch schon so langsam was am Vorbereiten. Und, ah ja, ich muss auch noch
Also heute nehme ich auf jeden Fall auch noch eine Folge Goodbye Deponia auf. Leider die auch schon sofort hoch. Also heute konnte ich wieder freuen. Es geht heute wieder heiter weiter. Ja. Bald werde ich dann auch schon mal die ersten Leute fragen, ob sie mal vorbeikommen wollen. So, ein, zwei habe ich da schon mal in Aussicht. Die werden aber auch dann meistens kommen, wenn der Crazy mal keine Zeit hat. Heute jetzt ging es jetzt nicht, weil, naja, wir haben gerade 20 nach 11. Ich bin immer noch, ja, aua. Ja, ich bin immer noch momentan arbeitssuchend. Deswegen habe ich auch mal heute Zeit bekommen und die anderen sind halt noch in der Schule oder arbeiten oder hier bitte beliebige Aktivität einfügen. Okay, einfach mal durch die Welt. Oh, jetzt sind wir wieder. Ah, ne, warte mal. Never mind. Ich habe gerade so ein bisschen die Server verwechselt. Ich bin noch nebenbei momentan. Okay, was heißt nebenbei? Das ist schon ein bisschen länger her. Wir waren. Ich war letztens mal mit ein paar Kumpels. Haben wir einen Vanilla-Server gehabt, wo wir drauf gezockt haben. Und diese Stelle hier gerade, also diese Umrandung von dem Wald, diese leere Fläche, sah exakt aus wie eine Stelle auf unserem Server. Wow. Was wollte ich jetzt eben noch gesagt haben? Ah ja. Hallo Baum. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch noch mal was Gewagtes versuchen. Und zwar werde ich eine Spielefirma anschreiben wegen einem Let's Play. Was bei mir schon wirklich lange, lange, lange auf der Agenda steht. Also dieses Spiel wollte ich schon immer mal Let's Playen, einfach nur weil es eines meiner Lieblingsspiele ist. Ich hoffe, dass das dann noch klappt, aber ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass sie Nein sagen werden. Weil es sich wirklich schon um eine größere Firma handelt. Okay, bevor es jetzt hier noch weiter so geht. Bett. Ach stimmt, ich habe ja Optifine installiert, habe schon fast vergessen. Fährt. Das ist ein schlechter Witz. Fährt? Was ist das Fährt denn? Ich vlog mal ganz kurz. Ach, da bist du. Ey, ich wäre jetzt arschkalt daran vorbeigelaufen. Ein wunderbarer Bug von der Mojang Corporation. Ist das eigentlich eine Corporation? Was ist eigentlich eine Corporation? Ja. Okay. Hier ist Top weg. So. Gut, gut, gut. Alter, hier ist schon wieder ein Schneebiom. Beziehungsweise hier dieser Snowy Mountain. So, ist das überhaupt der offizielle Begriff dafür? Ich weiß es gar nicht. Einmal mein Brot verknuspern. Nom 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 nom. Ist eigentlich auch eine bescheuerte Idee, Holz mitzunehmen, wenn ich schon sage, dass ich unterwegs auch ein bisschen Holz mitbringen werde. Ah, hier wird teilweise auch neu gewendet. Vielleicht haben wir dann wirklich eine bessere Chance auf so ein Dorf oder sowas mal. Aua. Okay. Geht das nicht, dass man mit dem Pferd zwei Block hochspringen kann. Ich wollte schon gerade gesagt haben, dass das Fett das überstanden hat.
Scheiße, da ist auf jeden Fall ein Pferd dabei. Aber Tränke habe ich dabei, ne? Mhm. Gut, gut. Boah, also so lang. Jetzt weiß ich wieder, warum ich diese Map wie die Pest hasse. Rennen wir mal so ein bisschen da lang. Ich werde jetzt eh schon wieder nicht mehr nach Hause finden. Also da muss ich mir der liebe Crazy weiterhelfen. Oh Mann, Alter, sind hier viele Schafe. Also verhungern werden wir echt nicht. Also so viel kann ich sagen. Ist er noch Sumpf oder ist er schon... Ne, ist wieder ein normaler Wald. Mit dem Fluss. So. Ah, es wird regeneriert. Ja, das ist cool. Bisschen super, Jürgen. Hab schon wieder das Pferd vergessen. Also jetzt hab sofort Jürgen. Hallo Jürgen. Dies ist eine offizielle Botschaft an alle Jürgen dieser Welt. Ja, ich meine dich. Hallo Jürgen. Was? Alter, hab ich schon wieder einen geistigen Aussetzer. Ja. Ich habe auch mal mit dem lieben Streetiger gesprochen. Und ganz ehrlich, ich kann es immer wieder nur betonen, Street, du bist echt meiner Meinung nach der freundlichste Typ, den ich je kennengelernt habe. Der hat ja jetzt mir versprochen, dass ich sein Wanderprogramm, sein Magix bekomme, da er ja jetzt aufgehört hat oder eine Pause eingelegt, weil wegen Little's Tochter Street is on the road. Auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt, was ich dann so alles raushauen werde. Also ich werde bestimmt jetzt, wo ich noch so ein bisschen mehr Zeit zu Hause habe, werde ich bestimmt die Folgen ab und zu ein bisschen mehr mit Effekten bearbeiten, wenn ich das dann auch bekomme. Also wenn ich das Magix dann habe, ich werde ich das auch bekommen. Ach Jürgen. Jetzt, man, jetzt tickt doch nicht so rum, Jürgen. So. So. F3A. Oh, okay. Alter, Jürgen. Na. So, hier sollte es sicher sein. Und schon wieder Schafe. Was wir, glaube ich, bisher verdammt wenig gefunden haben, sind wirklich Kaninchen. Ich weiß nicht, was das für ein Kampf sein soll, dass man die wirklich über 10.000 Kilometer anschleppen muss aus einer Wüste oder sowas. Und ich weiß nicht. Nur für Tränke der Sprungkraft sind die mir jetzt zu schwach. Also sorry, Mojang, das. Da gibt ein bisschen mehr. Nein, eindeutig nicht. Da lang. Das ist ein Tief, da kann man durch. Oh, vorsichtig an der Lava vorbei. Sehr schön. Oh, die Folge ist schon vorbei. Ja, super. Das ist ja eher eine langweilige Folge gewesen, außer dass ich ab und zu mal so ein bisschen rumgespasselt habe. So wie immer. Würde ich sagen, wenn die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, eine Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.